Liebe Freunde, es ist Samstag, 9 Uhr in der Früh und ich befinde mich hier auf einer offenen Grünfläche, wie ihr im Hintergrund hinter mir sehen könnt. Mit vielen, vielen Menschen sind wir hier und pflanzen Bäume. Jawohl, es ist, soviel ich weiß, internationaler Wiederaufforstungstag. Also nicht nur hier in Panama, sondern auch in anderen Ländern der Welt kommen Menschen zusammen, um in der Natur einen oder mehrere Bäume zu pflanzen. Ihr seht hinter mir viele, viele Menschen. Es sind im Ganzen Hunderte über dieses große Grundstück verteilt. Familien, Kinder, Unternehmen, Schulen, alles Mögliche kam hier zusammen mit der Vision, einen oder mehrere Bäume pro Person zu pflanzen. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns dem Problem der Klimaerwärmung immer bewusster werden. Wir wissen, dass Naturzerstörung auch unser Umfeld Schritt für Schritt beeinträchtigt und verändert. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur von der Natur nehmen, sondern ihr auch zurückgeben. Und das ist es, was wir hier heute machen. Wir geben der Natur zurück. Wir pflanzen Bäume. Ihr seht hinter mir Menschen jeglichen Alters spazieren durch die Natur, pflanzen Bäume, geben der Natur so etwas zurück. Es ist ein wunderschöner Tag, hier zu sein. Es ist wunderschön, mit diesen vielen Menschen diesen Moment zu teilen. Und ich möchte auch dich dazu einladen, dich immer wieder zu erinnern, wie wichtig es ist, bewusst mit der Natur umzugehen. Zum Beispiel im Kleinen. Wenn du spazieren gehst, kannst du eine Jutentasche mitnehmen und siehst du Abfall- oder Plastiktaschen rumliegen, diese einpacken. Cola-Dosen, Plastikflaschen, PET-Flaschen einpacken. Oder vielleicht einen Samstagnachmittag damit verbringen, in der Natur, zum Beispiel in einem Waldstück oder an einem Strand, Abfall einzusammeln. Diese kleinen Handlungen sind ein Tropfen auf den Stein. Aber viele, 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 viele Tropfen verändern auch den Stein, kühlen ihn etwas ab. Wir sind hier gemeinsam mit Hunderten von Menschen, Pflanzenträume, Bäume, Bäume und Träume vielleicht, ein freudscher Versprecher im Positiven. Wir pflanzen Bäume und Träume, geben so der Mutter Erde wieder etwas zurück und helfen ihr auch in Zukunft nicht nur uns, sondern auch künftige Generationen so reich zu beschenken, wie sie es mit uns macht. Auch dich möchte ich dazu einladen, solche Möglichkeiten zu nutzen und ab und zu etwas der Natur zurückzugeben, indem du eine Handlung mit ihr und für sie ausführst.